kaum noch einen Freund treffen, Homeschooling und überforderte Eltern, gerade Kinder leiden schwer unter den Pandemie-Maßnahmen. Einige wird Tübingens Oberbürgermeister Boris Balmer sagte am Mittwoch bei Maischberger sogar, wir haben Triage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein Bild berichtete, es könne keine Rede davon sein, dass seine Klinik kranke Kinder ab. Allerdings war die Klinik bereits vor der Pandemie sehr hoch ausgelastet. Und dann kam der Herbst, wir hatten 30% mehr junge Notfallpatienten im letzten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Dadurch seien die Plätze in der stationären Behandlung knapp geworden. Und das nicht nur in Kiel. Professor Renner weiß, dass während des Lockdowns auch in anderen deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrien die Zahlen deutlich nach oben. Aber in allen Kliniken und Bundesländern sind die Versorgungskapazitäten verschieden gewichtet. Deshalb kann ich nur von unserer Klinik lesen, sie auch durch Corona. Lockdown, fast jedes dritte Kind psychisch auffällig, die Belastung nimmt zu, fast jedes dritte Kind in Deutschland.